Hallo und auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu den DUX-Tagen. Ich freue mich sehr, in diesem Jahr dabei sein zu dürfen und euch in meinem Vortrag 10 Zutaten für eine zufriedene Community einen Einblick in Open Source Projekte zu geben. Ich kann leider nicht live präsentieren, deswegen bekommt ihr diesen Vortrag als Aufzeichnung. Ich freue mich aber immer über Rückmeldung, über gute Gespräche, über Feedback und werde deswegen am Ende des Vortrags auch meine Kontaktdaten einblenden. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Ja, was möchte ich euch erzählen in diesem Vortrag? Wie funktionieren Open Source Projekte? Wie arbeiten Menschen weltweit zusammen, um gemeinsam etwas zu erreichen? Wie kann man über Ländergrenzen und über Zeitzonen hinweg Projekte koordinieren? Welche Dinge habe ich in meiner Tätigkeit für Open Source Projekte gelernt? Welche Fehler habe ich gemacht? Das möchte ich euch heute ein bisschen erzählen. Und es ist so, dass es da keine Blaupause gibt, dass auch mein Vortrag mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ich gebe viele Erfahrungen weiter, ein paar, wie sagt man neudeutsch, Best Practices. Aber jedes Projekt funktioniert natürlich auch anders. Insofern die Dinge, die ihr heute hört, die müsst ihr auf euer Projekt gegebenenfalls adaptieren. Ihr müsst schauen, welche Leute sind dort engagiert, was für ein Projekt ist das, welche Größe hat das, was sind so die Spezifika dieses Projektes. Aber ich hoffe, dass ich ein paar Denkanstöße geben kann, ein paar gute Gedanken mitgeben kann und einfach viel von der Erfahrung weitergeben kann, die ich machen durfte. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin seit circa 18 Jahren im Bereich der freien Software aktiv. Ich bin damals über das OpenOffice.org-Projekt dazu gekommen und habe dort viele, viele Jahre mich engagiert im Bereich Marketing und Infrastruktur. Habe dann die Document Foundation, die Stiftung hinter LibreOffice mitgegründet, die Satzung mit verfasst und war auch in dem Projekt von Anfang an mit dabei und arbeite heute als ihr Geschäftsführer. Und da habe ich das Glück, mit vielen tollen Menschen weltweit zusammenarbeiten zu dürfen, viele Dinge zu lernen, neue Perspektiven kennenzulernen und einfach ganz viele tolle Eindrücke zu bekommen, was ich euch heute auch gerne mitgeben möchte. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann engagiere ich mich auch weiter in dem Bereich Infrastruktur und Marketing, aber die Haupttätigkeit ist der Geschäftsführer der Document Foundation. Ja, 10 Zutaten für eine zufriedene Community. Die erste Frage, die sich da schon stellt, ist: Was ist denn so eine Community eigentlich? Wie definiert man das? Wie erklärt man das? Und da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Ich glaube, es gibt keinen, der wirklich falsch ist und auch keinen, der hundertprozentig richtig ist für alle Fälle. Eine Definition, die mir ganz gut gefallen hat, die habe ich bei Wikipedia gefunden. Und dort wird gesprochen von einer Gruppe von Menschen mit Zusammengehörigkeitsgefühl oder gemeinsamen Interessen. Da steckt auch schon eine ganze Menge drin. Ich glaube, das allererste, das wichtig ist, bei all der Technik und bei all den Projekten und bei all den Dingen, die da passieren, es sind letzten Endes immer Menschen. Und wo Menschen sind, da menschelt es halt auch einfach. Und das führt zu ganz vielen großen und kleinen Schwierigkeiten und interessanten Erfahrungen. Das muss man sich also immer vor Augen halten. Es sind Menschen involviert bei jedem Schritt dieser Projekte. Dann muss diese Menschen ja irgendetwas einen. Das ist ja so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl, gemeinsame Interessen, also Dinge, die man gerne gemeinsam tut, Dinge, die einen einen. Irgendwelche Ideen, Ideale, Ziele, die man teilt, gibt die Lebensumstände vielleicht, die einen zusammenführen. Es gibt verschiedenste Gründe, aber irgendetwas, das man gemeinsam hat, ein Hobby, das ist ganz, ganz wichtig, dass man als Community zusammenarbeiten kann. Und dann ist auch wichtig, dass es in der Regel mehrere Gruppen von Menschen in solchen Projekten gibt. Gibt es die klassischen Ehrenamtler, die sich ehrenamtlich engagieren, die das in ihrer Freizeit machen oder am Wochenende oder aus dem Ruhestand heraus. Es gibt aber auch Menschen, die dafür bezahlt werden, die angestellt sind, die für Unternehmen arbeiten. Und diese Gruppen arbeiten zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist eben nicht nur der Ehrenamtler, es ist nicht nur die bezahlte Kraft. In ganz vielen Projekten haben wir heute eine ganz bunte Mischung von verschiedensten Leuten mit verschiedensten Hintergründen, die dort Geld verdienen oder das Ganze ehrenamtlich machen. Und das schließt sich auch gegenseitig gar nicht aus. Ganz im Gegenteil, es gibt auch viele Projekte, da sind Leute als Firmenmitglieder aktiv, arbeiten dann aber auch weit außerhalb der Arbeitszeit noch an Projekten, bringen sich ein. Also auch da gibt es diverse Mischformen. Letzten Endes,
Man braucht Dinge, die einen zusammenschweißen, die einen einen. Und wenn man eine gewisse Zeit in so einem Projekt ist, hat man viele Erlebnisse, hat man viele Erfahrungen, die man sammelt. Da gibt es Veranstaltungen, da gibt es Dinge, die im Projekt passiert sind, an die man dann mit Schmunzeln zurückdenkt. Und das wächst sich dann so zusammen und das eint einen noch viel mehr. Und das sind eigentlich ganz schöne Erinnerungen, die in einer Community ganz, ganz wichtig sind, gerade auch in Zeiten, wenn es nicht so einfach ist. Ich habe allerdings so einen ganz kleinen Kritikpunkt, denn der Begriff der Community wird oft oder zu oft benutzt mittlerweile. Ich sage immer, so spaßeshalber, da gibt es irgendwie ein Waschmittel oder eine Tütensuppe und dann gibt es ein Forum dazu und das ist dann eine Community. Das ist es nicht per se. Das kann es natürlich sein, wenn Leute wirklich sich einbringen und irgendwelche Rezepte teilen. Aber für mich ist die Unterscheidung immer, ist es eine Gruppe, die primär etwas konsumiert oder ist es auch eine Gruppe, die etwas kreiert, etwas erschafft? Und das ist für mich die Abgrenzung zu dem, was ich heute vorstellen möchte, nämlich eine Community aus Leuten, die etwas beitragen, die gemeinsam etwas erschaffen und gemeinsam etwas wachsen lassen. Ja, wir haben uns mal die Frage gestellt, wie kann man denn so ein Open-Source-Projekt zu einer Open-Source-Community am besten beschreiben? Und eine der Möglichkeiten ist in der Tat das Kochen. Stellt euch mal folgende Situation vor. Es ist Freitagabend und ihr seid mit Freunden bei euch zu Hause. Ihr habt alle Hunger, die Restaurants haben schon zu, das gibt nichts Gescheites. Und jetzt möchtet ihr euren Hunger irgendwie stillen. Da gibt es die Möglichkeit, die Tiefkühlpizza in die Mikrowelle zu stecken und dann gibt es was Leckeres zu essen, aber das wollt ihr irgendwie nicht. Ihr wollt ein bisschen mehr. Und jetzt müsst ihr in dieser Gruppe zusammenarbeiten und auch die Leute überzeugen, sich noch eine Stunde in die Küche zu stellen, um dann ein leckeres Ergebnis zu bekommen. Und das ist bei einem Open-Source-Projekt sehr, sehr ähnlich. Auch da gibt es Leute mit einer Idee oder mit einem Ziel, die dann andere motivieren müssen, sich einzubringen. Was sind die Voraussetzungen? Zum einen muss es natürlich schon irgendwo Spaß machen. Wenn an diesem Freitagabend alle völlig kaputt sind und keiner irgendeinen Bock mehr hat, jetzt noch zu kochen, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann seid ihr in dem Fall so eine Art Zweckgemeinschaft. Ihr habt alle Hunger und ihr möchtet den Hunger jetzt in dieser Küche stillen. Das eint euch auf so eine Art und Weise. Und ähnlich ist es bei einem Open-Source-Projekt. Da möchte vielleicht jemand eine Buchhaltungssoftware schreiben, ein Office-Paket schreiben, ein Mail-Client schreiben. Ihr habt alle so ein gleiches Interesse. Und das eint euch. Dann habt ihr vielleicht schon die Ahnung, wie ihr euch selber verpflegen könnt, aber für 10 Leute kochen, die da jetzt in der Küche stehen oder mit 10 Leuten kochen, das ist vielleicht neu für euch. Das ist also etwas, was ihr noch nicht gemacht habt und das erfordert so ein bisschen Mut, so ein bisschen Experimentierfreude und auch ein bisschen Neugier. Im Open-Source-Projekt ist es so ähnlich. Als wir damals das LibreOffice-Projekt gestartet haben, da gab es auch keine Blaupause. Wir mussten so ein bisschen experimentieren, wir mussten ein bisschen mutig sein, Dinge versuchen. Natürlich macht man dabei auch Fehler. Das per se ist nicht das Problem. Wichtig ist, diese Fehler zu analysieren und das Wissen dann weiterzugeben, dass man sie nicht ständig wiederholt und dass auch andere sie nicht wiederholen müssen. Um auf das Beispiel mit dem Kochen am Freitagabend zurückzukommen. Da gibt es jetzt Leute, die sind ganz, ganz toll im Nachtisch machen. Der andere ist super beim Steak brutzeln. Der nächste kann absolut tollen Pizzateig machen. Und wenn der das jetzt mischt und jeder macht genau das, was er nicht kann, dann kommt kein gutes Ergebnis raus. Ihr müsst also schauen, was kann der Einzelne? Was könnt ihr selber? Wo könnt ihr euch am besten einbringen? Und was macht euch auch am meisten Spaß? Und das ist in einem Open-Source-Projekt ähnlich. Es gibt Entwickler, es gibt Übersetzer, es gibt Leute, die machen Infrastruktur, es gibt Leute fürs Marketing und, und. Und man kann sich da sehr, sehr unverbindlich ausprobieren. Das hat mir immer ganz großen Spaß gemacht, sehr unverbindlich und risikolos in Bereiche hineinzuschnuppern. Aber letzten Endes findet man dann den Bereich oder die Bereiche, die einem am meisten liegen. Man muss die anderen auch motivieren. Es wird immer wieder mal schlechte Zeiten geben. Das erste Steak ist vielleicht verbrannt oder die Pommes sind nicht richtig durch in der Küche. Und man muss sich dann motivieren und muss die anderen motivieren, es weiter zu versuchen. Es wird irgendwann was Leckeres rauskommen. Und je größer sowas wird, umso mehr müsst ihr auch koordinieren, müsst planen. Und das ist im Open Source Projekt natürlich ganz genauso. Ein kleines Zweimann-Projekt ist viel einfacher zu handhaben als ein Projekt mit 20 oder 200 Personen. Im Ergebnis ist es aber so, das Ergebnis, das ist für alle da,
Derjenige, der das Steak gemacht hat, darf auch vom Nachtisch kosten. Derjenige, der den Pizzateig gemacht hat, kriegt auch was vom Steak und so weiter und so fort. Und im Open Source Projekt ist das ähnlich. Jeder bringt sich in seinen Bereich ein. Das Ergebnis ist für alle da. Und das Schöne, im Vergleich zum Essen verbraucht sich so ein Open Source Projekt auch nicht. Das Steak ist irgendwann weg, aber den Mail Client und das Office Paket können ganz, ganz viele Leute immer und immer wieder herunterladen. Und insofern ist das was Schönes, denn das Ergebnis aus dieser gemeinschaftlichen Arbeit, das ist für alle da. Jetzt gibt es aber auf diesem Weg natürlich durchaus ein paar Herausforderungen, wie so ein Open-Source-Projekt funktioniert und wie so eine Zusammenarbeit funktionieren kann. Und ich habe das für mich auf 10 Zutaten oder 10 Punkte heruntergebrochen, die ganz, ganz wichtig sind, auf die man achten muss, die schieflaufen können, die man so ein bisschen am Schirm haben sollte. Und die möchte ich euch im Folgenden gerne vorstellen. Der für mich wichtigste Punkt ist natürlich die Zusammenarbeit, denn ihr seid ein Open-Source-Projekt. Wenn ihr zusammenarbeitet, wenn ihr gemeinsam an Projekten arbeitet, dann müsst ihr das gemeinsam tun. Und da gibt es relativ grundlegende Dinge, die eigentlich auch ganz klar sind, aber es ist wichtig, sie sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Zum einen, es sitzen ja alle irgendwie im selben Boot, ganz egal ob ehrenamtliche Kräfte oder bezahlte Kräfte, ihr seid alle Teil dieses Projekts. Und dann muss man auch offen und ehrlich zusammenarbeiten. Das klingt so ganz banal, aber in der Hektik des Alltags werdet ihr merken, dass das nicht immer klappt. Insofern ganz, ganz wichtig, arbeitet offen und ehrlich zusammen, denn nur so werdet ihr wirklich was erreichen. Dann ist es natürlich wichtig, dass man zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt effektiv zusammenarbeitet. Dann möchte ihr auch was erreichen. Ganz gleich, ob ich jetzt Freizeit opfere oder meine Arbeitszeit, es ist immer Lebenszeit und ich möchte was erreichen, ich möchte mich verwirklichen und deswegen immer daran denken, Dinge möglichst effektiv zu tun. Das, was ich vorhin gesagt habe bei der Zusammenarbeit, ich brauche letzten Endes gemeinsame Ziele, ich brauche gemeinsame Visionen und gemeinsame Pläne. Wenn ich die nicht habe, dann wird es schwierig. Wenn ich da völlig planlos oder mit ganz anderen Vorstellungen in einem solchen Projekt bin, dann ist es nicht leicht. Jetzt ist es so, je mehr Leute zusammenkommen, umso mehr Blickwinkel habe ich natürlich. Umso mehr Gedanken kommen auf, vielleicht auch ja, gegenläufige Meinungen. Das sollte man zunächst immer positiv begreifen, denn das gibt eine gewisse Vielfalt und da mögen ja auch neue Möglichkeiten entstehen. Es ist nämlich mitnichten so, dass sich Ziele zwingend ausschließen, sondern vielmehr ergänzen können. Natürlich gibt es Dinge, die komplett gegenläufig sind, aber wenn man genau hinguckt, haben viel mehr Dinge gemeinsame Ziele und Überlappungen, als man am Anfang denken mag. Und natürlich ist es so, ich bringe das immer gerne mit dem Beispiel des Seilziehens zusammen. Wenn ich Seilziehen spiele, ohne ein bisschen Widerstand auf der anderen Seite, macht es auch keinen Spaß. Also so ein paar Reibereien, das ist normal, das ist okay, das darf es auch geben. Aber letzten Endes müsst ihr zusammenarbeiten, offen, ehrlich, effektiv, mit gleichen oder sehr ähnlichen Vorstellungen, die nicht gegenläufig sind. Das ist also die erste Zutat, die Zusammenarbeit. Die zweite Zutat, das ist das Engagement. Denn jede Community lebt letzten Endes davon, dass Leute mitmachen. Dass Leute sich einbringen, dass Leute ihr Talent einbringen, dass Leute ihre Zeit dort investieren. Und das hilft einem aber auch, denn wenn man sich dort engagiert, dann wird das positiv auffallen. Man wird wahrgenommen, man wird angesprochen, man genießt sehr, sehr schnell Vertrauen, man hat die Möglichkeit, in Bereiche hineinzuschnuppern, Dinge kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, neue Bereiche zu erschließen, seine eigenen Fähigkeiten wachsen zu lassen. Das ist alles ein Ausfluss dieses Engagements. Aber es gibt so ein bisschen die Gefahr, wie in ganz vielen Vereinen, wer nicht schnell genug Nein sagen kann, der hat unter Umständen ganz, ganz schnell ganz viele Aufgaben am Bein. Und da muss man aufpassen, immer wohl dosiert, aber Engagement wird wahrgenommen, Engagement wird belohnt, wird positiv auffallen, man wird Vertrauen bekommen. Das ist ein schönes Gefühl und das motiviert einen auch wieder. Insofern, zweite Zutat für ein erfolgreiches Open-Source-Projekt ist das Engagement. Dann dritte Zutat, Abwechslung. Selbst wenn ich komme wieder zu einem Küchenbeispiel zurück, selbst wenn ich Pizza total gerne mag, wenn ich jeden einzelnen Tag nur Pizza esse, wird es irgendwann wahnsinnig langweilig. Und so ist es natürlich in einem Open-Source-Projekt, wie allgemein im Berufsleben auch. Ich brauche so ein bisschen Abwechslung.
Gerade wenn Projekte etwas formalisiert sind, wenn es einen Verein gibt oder wie in unserem Fall eine Stiftung, dann habe ich natürlich auch Themenbereiche, die nicht so glamourös nach außen sind, die man vielleicht nicht so wahrnimmt, die kaum sichtbar sind, hinter denen aber ganz, ganz viel Arbeit steckt. Und das kann die Infrastruktur betreffen, da läuft halt dann so ein Webserver, aber was da im Hintergrund an Arbeit passieren muss, dass da so ein Webserver läuft, das ist relativ viel. Oder für mich das Beispiel war immer ein Messestand. Da steht letztendlich, steht da halt so ein Stand mit so ein paar Postern, aber die Arbeit dahinter, um Vorträge vorzubereiten, die Materialien, den Versand, den Personalplan, das ist ganz, ganz viel. Und wer das noch nicht gemacht hat, der wird das vielleicht auch gar nicht so einschätzen und wertschätzen können. Insofern ist Abwechslung wichtig, auch mal andere Bereiche ja, zu begleiten, weil vieles ist nach außen hin nicht sichtbar. Es braucht natürlich, gerade wenn ich mich in Themen einarbeite, ein dickes Fell. Ich muss Dinge lernen, ich muss Fehler machen, ich muss durchhalten. Es gibt immer wieder Momente, da wird immer wieder Momente geben, die mich wahnsinnig frustrieren. Und da muss ich durch. Das ist wie im Leben auch. Wenn ich einen Beruf erlerne, werde ich immer wieder mal Fehler machen, werde immer wieder mal zurückgeworfen werden, bis ich dann letzten Endes so viel Routine habe und so viel Können, dass es mir auch Spaß macht. Das ist in einem Open-Source-Projekt nicht anders. Nicht jeder Tag ist eitel Sonnenschein. Und das, was ich vorhin schon angesprochen habe, ganz wichtig ist auch verschiedene Fähigkeiten und dessen Nutzen. Es wird für so ziemlich jeden Bereich in einem entsprechend großen Projekt jemanden geben, der das gerne macht und der das gut macht, findet diese Leute und fördert sie. Und dabei ist vielleicht auch ganz wichtig, dass nicht jeder unbedingt in dem Bereich aktiv ist, den man zunächst denkt. Wir haben Leute, die arbeiten als Ärzte, engagieren sich im Bereich Design. Wir haben natürlich auch umgekehrt Deutschlehrer im Ruhestand, die Korrektur lesen. Das erwartet man dann so, das passt irgendwie. Aber ein Arzt im Bereich Design ist dann schon ungewöhnlicher. Also ich will damit sagen, denkt so ein bisschen über den Tellerrand, guckt so ein bisschen über den Tellerrand und schaut, was die Leute können. Das kann etwas mit ihrem Dayjob, mit ihrem Tagesgeschäft, mit ihrem Beruf zu tun haben, muss es aber gar nicht. Es gibt Leute, die haben ganz ungeahnte Fähigkeiten, die mit dem, was sie sonst im Leben machen, gar nichts zu tun haben. Insofern nutzt diese Stärken, nutzt diese Talente, die ihr im Projekt habt und fördert sie und identifiziert sie vor allem. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ab einer gewissen Größe Delegation, ganz, ganz schwieriges Thema. Es reizt immer sehr, alles zu managen, Micromanagement zu betreiben, sich alles genau anzugucken. Das wird am Anfang eines Projektes noch ganz gut gehen. Aber spätestens dann, wenn das Projekt wächst und größer wird, dann wird das wirklich schwierig. Und dann werdet ihr zu viele Bereiche haben, in denen ihr was machen müsst. Und dann könnt ihr kein Micromanagement mehr machen. Dann müsst ihr Vertrauen schenken. Und manche Leute denken ja, wenn ich nicht alles im Blick habe und mir nicht alles angucke, das ist ein Zeichen von Schwäche. Das ist es nicht. Jemand, der delegiert, jemand, der Leute findet, die die Fähigkeit haben und der Leute findet, denen er vertrauen kann, das ist ein Zeichen von Stärke, das ist eine Qualifikation. Also nutzt das. Schaut, dass ihr Leute findet, die in Themen hineinwachsen, die Themen begleiten können und dann delegiert Dinge an sie, vertraut ihnen, kontrolliert ab und an, das müsst ihr natürlich tun. Nicht jeden Tag, aber ab und an einfach mal sich ein Update geben lassen, auch hören, funktionieren die Dinge. Aber delegiert, vertraut den Leuten, das ist ein Zeichen von Stärke. Und es gibt natürlich Bereiche, die sind prädestiniert dafür. Das ist, bei uns war das so, dass wir am Anfang die Buchhaltung selber gemacht haben, ganz, ganz viele kleinteilige Themen. Ab einer gewissen Größe macht man das nicht mehr. Man nimmt sich jemanden, der das tagtäglich macht, der die Werkzeuge hat, der die Erfahrung hat und dieses Thema vorantreibt. Rechtlich ist es so ein Klassiker. Wenn ihr nicht gerade einen Anwalt im Projekt habt, der euch da betreut, dann werdet ihr für viele Fragestellungen jemanden brauchen, der das rechtlich auch beurteilen kann. Andere Projekte, die nicht technisch orientiert sind, so wie wir, die werden vermutlich das Thema IT sehr schnell an jemanden delegieren, weil sie sich damit gar nicht befassen wollen. Die machen vielleicht ganz andere Themen. Deren Kernkompetenz ist es nicht, Telefonanlagen und Mailserver zu betreiben, sondern ganz andere Dinge und das werden sie dann auslagern. Und an wen kann ich das auslagern? An wen kann ich das delegieren? Kollegen, es mag Freiwillige geben, ansonsten auch Dienstleister und Mitarbeiter. Ich muss also entsprechend skalieren. Das ist wie in jeder Firma, das ist auch in einem Open-Source-Projekt so. Man kann nicht immer alles ganz alleine machen. Und viel wichtiger ist, sucht doch einen Bereich, über den ihr so ein bisschen wacht, den ihr euch
anschaut, für den ihr euch verantwortlich fühlt. Schaut, dass ihr dort am Ball bleibt und für den Rest gilt nicht die kleinen Details, schaut das Big Picture an, schaut, ob ihr einzelne ja, Indikatoren findet, wie gut Dinge laufen und ansonsten vertraut den Leuten, delegiert. Es ist ein Zeichen von Stärke. Damit kommen wir zur fünften Zutat und die ist Verantwortung. Trotz Delegation und trotz vieler Leute, letzten Endes tragt ihr, ob nun rechtlich oder moralisch, alle die Verantwortung, die gemeinsame Verantwortung für euer Projekt. Ihr seid alle im selben Boot, ganz gleich, was ihr tut. Das ist wie bei dem Beispiel eingangs in der Küche. Ganz egal, ob ihr jetzt die Suppe macht oder die Pizza oder das Steak oder den Nachtisch. Letzten Endes kocht ihr alle zusammen und ihr seid alle gemeinsam verantwortlich und ihr müsst sprichwörtlich die Suppe auslöffeln, so wie sie gekocht wird. Deswegen lohnt es sich immer wieder mal, auch wenn ich mich auf meinen Bereich fokussieren sollte, über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, was passiert denn woanders? Was ist denn woanders wichtig? Gerade bei Organisationen oder bei Open-Source-Projekten, die Organisationen hinter sich wissen, da gibt es natürlich Regeln, da gibt es rechtliche Themen, da gibt es Fristen, die es zu beachten gilt, die Steuererklärung zum Beispiel. Und selbst wenn man mit diesen Themen ganz wenig anfangen kann, es ist wichtig, sich zu erinnern, dass auch Themen, die einem fremd sind, sehr, sehr wichtig sein können. Wenn ich jetzt der Top-Entwickler bin, dann muss die Organisation trotzdem eine Steuererklärung abgeben oder da muss trotzdem ein Webserver betrieben werden. Wenn ich der Designer bin, dann will ich eine Plattform haben auf einem Server, auf der ich arbeiten kann. Das ist ein wichtiges Thema und respektiert die Leute, die sich in den Bereichen einbringen. Es sind Themen, die können wichtig sein, auch wenn ihr sie nicht komplett versteht, aber habt ein bisschen die Sensibilisierung, dass diese Themen wichtig sein können. Ich habe es eingangs schon gesagt, es menschelt in solchen Projekten. Und je größer ein Projekt wird, umso mehr menschelt es. Und das kann so weit gehen, dass ihr irgendwann Verantwortung habt für Mitarbeiter, für ein bezahltes Team, die euch dann unterstützen. Das war bei uns als Projekt so, wir sind gewachsen, wir haben da Mitarbeiter eingestellt. Und das führt dann dazu, dass Leute, die noch nie Mitarbeiter unter sich hatten, noch nie für Mitarbeiter verantwortlich waren, auf einmal Personalverantwortung haben. Und wichtig ist, man muss da hineinwachsen. Man muss miteinander reden, das ist immer gut. Man muss sich zuhören, man muss ein gegenseitiges Verständnis haben, man muss die Leistung der anderen wertschätzen und loben. Das ist das, was man gemeinhin als Soft Skills bezeichnet. Und wir haben heute natürlich eine ganz bunte Mischung in solchen Projekten, bei denen Ehrenamtliche tätig sind, bei denen Leute tätig sind, die von Unternehmen bezahlt werden, bei denen Leute tätig sind, die im Büro arbeiten, die von zu Hause arbeiten. Also eine ganz, ganz interessante Mischung. Und wichtig ist es immer, schafft ein positives Arbeitsumfeld. Ihr seid im Zweifelsfall, wenn ihr in einer Organisation in Verantwortung seid, habt ihr auch Verantwortung für Personal, für Leute, die dort arbeiten, für Leute, denen es wichtig ist, dass das Projekt funktioniert, deren ja, Einkommen davon abhängt, deren der Lebensstil, Lebensstandard davon abhängt, deren Lebensplanung davon abhängt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man wächst da hinein. Ganz viele Leute bei uns hatten vorher noch nichts mit Personalverantwortung zu tun, sind da hineingewachsen, haben Dinge gelernt und das geht wie alles im Leben im Miteinander eigentlich viel, viel besser, als wenn man das als Einzelkämpfer tut. Insofern hört eurem Team zu, hört den Ehrenamtlichen zu, hört den Leuten zu, versucht ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine Lösung zu finden, wie man das alles unter einen Hut bringen kann. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ihr werdet belohnt. Ihr werdet gerade im Bereich Open Source, wenn Leute, die, was wir eingangs hatten, ein ja, gemeinsames Verständnis haben, gemeinsame Ziele haben, gemeinsame Ideale haben, wenn die zusammenarbeiten und wenn ihr es schafft, hier ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem die Leute motiviert sind, dann werdet ihr eine extrem gute Zusammenarbeit bekommen und eine wirklich herausragende Loyalität. Und das ist für ein Arbeitsklima und für ein Projekt, das etwas erreichen möchte, einfach Gold wert. Kommen wir zum siebten Punkt, Vielfalt. Es ist ein Ausfluss dessen, dass es menschelt. Denn Open-Source-Projekte, die sind in der Regel nicht lokal begrenzt. Ein lokaler Sportverein, da sind die Leute von Dorf oder von der Stadt drin. Beim Schützenverein ist es wahrscheinlich ähnlich. Open-Source-Projekte sind da doch vielfältiger. Natürlich gibt es sehr spezielle Projekte,
Aber das Gros der Projekte spricht ja ganz viele Leute an. Wenn ich bei uns an LibreOffice denke, wir haben auf der Konsumentenseite eine ganz große Bandbreite vom Heimanwender, der einen Brief schreibt, bis hin zu staatlichen Einrichtungen, großen Unternehmen. Also eine ganz, ganz große Bandbreite. Leute machen Tabellenkalkulationen, Leute schreiben Briefe, Leute machen Präsentationen, verwalten ihre Datenbanken. Umgekehrt, auf der Seite der Erschaffer, der Leute, die etwas beitragen, haben wir auch eine ganz große Bandbreite. Es gibt nicht nur die Programmentwicklung, ich kann dokumentieren, ich kann lokalisieren, ich kann das Design machen, ich kann die Software testen, Marketing, Infrastruktur und. Also eine ganz große Vielfalt an Leuten, an Persönlichkeiten, an ja, Charakteren, die sich hier einbringen. Und das ist vielleicht am Anfang so ein bisschen fordernd, weil es neu ist, weil es ungewohnt ist, weil man so nicht kennt. Aber Open-Source-Projekte für mich haben sie einfach was ganz Besonderes, weil sie so vielfältig und so international sind. Ich werde Dinge lernen in einem solchen Projekt. Ich werde Leute kennenlernen und ich habe persönlich Leute kennengelernt, die ich sonst nie getroffen hätte. Man arbeitet mit Leuten zusammen, die andere Sprachen sprechen. Und es ist mitnichten so, dass Englisch überall gesprochen wird. Es gibt Länder, da wird Englisch mehr schlecht als recht gesprochen. Es ist nicht jeder Native Speaker, aber es gibt auch Länder, in denen ist Englisch gar nicht so verbreitet. Verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen und Weltanschauungen spielen eine ganz große Rolle. Wir haben Leute unterschiedlichen Alters. Bei uns im Projekt ist, glaube ich, ja, die Spannbreite beim Alter von 16 bis 86 wahrscheinlich. Also ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Verschiedene Berufe von studierten Leuten, von Professoren. Wir haben Schüler dabei, wir haben Studenten dabei. Es ist alles abgedeckt. Leute mit unterschiedlicher Lebenserfahrung und natürlich auch Lebensphilosophie. Lernt man ganz, ganz viel auch im Umgang miteinander und wie die Leute leben. Und das für mich Schöne ist immer, wenn man also Länder sieht, im Fernsehen, in Dokumentationen zum Beispiel und weiß, da kenne ich jemanden. Ich habe das selber mal gehabt. Ich war vor vielen Jahren in Brasilien im Urlaub und hatte dann das Glück, dass Kollegin und Kollege von mir in Rio leben und ich habe dann das Glück gehabt, eine Stadtführung zu bekommen, nicht in diesem großen Touristen-Doppeldeckerbus, sondern von Leuten, die ich kannte aus dem Projekt, die lange mit mir zusammengearbeitet haben und die haben mich dort an die Hand genommen und haben mir ihre Stadt gezeigt als Einheimische. Das ist ja, das ist ein Privileg, sowas tun zu dürfen und solche Leute kennenzulernen und kennen zu dürfen. Das ist so ein Ausfluss dieser Vielfalt. Das sind jetzt die positiven Dinge. Vielfalt kann natürlich auch bedeuten, dass es Reibereien gibt, eben wegen unterschiedlicher Lebensauffassungen, eben wegen unterschiedlicher Gedanken, wegen unterschiedlicher Vorstellungen. Und ich habe, wie oft im Leben, Leute, die sind eher introvertiert und eher bescheiden, eher leise. Ich habe auch Leute, die sind sehr laut, sehr extrovertiert, sehr fordernd. Leute mit, ich sag mal, Eigenheiten. Auch damit muss ich umgehen. Und da kommt dann natürlich dazu, dass die Kommunikation in einem solchen Projekt nicht immer einfach ist, denn vieles spielt sich ja virtuell ab, in E-Mails oder Videokonferenzen. Gerade E-Mails, die transportieren Gefühle, Emotionen, Körpersprache nicht so gut. Da gibt es also häufig Missverständnisse. Insofern muss man auch das sehr positiv münzen und das zunächst mal als Chance begreifen. Wenn andere Meinungen kommen, andere Gedanken kommen, es sind neue Blickwinkel, es sind unterschiedliche Standpunkte, Meinungen, die können durchaus helfen, den eigenen Horizont zu erweitern. Ich habe also immer wieder versucht zu hören, was mir andere Leute sagen, versucht zu verstehen, was so deren Lebensphilosophie ist und dann überlegt, ist das etwas, das für das Projekt vielleicht von Vorteil ist. Das wird nicht immer der Fall sein, aber man wächst unglaublich, man lernt ganz viele neue Dinge kennen, man hinterfragt selber bestimmte Vorstellungen, die man hat, das ist ganz, ganz wichtig und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Lasst euch darauf ein, betrachtet es als eine Chance, als eine Gelegenheit, selber zu wachsen und Dinge zu lernen. Es mag sein, dass dann am Schluss
immer noch das Ergebnis bleibt, wir haben einfach fundamental unterschiedliche Meinungen. Aber lasst euch darauf ein, ihr werdet wahnsinnig viel lernen und abgesehen davon, dass es für das Projekt sehr hilfreich ist, es wird euch auch persönlich wachsen lassen, definitiv. Und insofern ist Vielfalt für mich eine der wesentlichen Dinge an einem Open-Source-Projekt, die unglaublich wichtig sind, die ich unglaublich schätze und die eigentlich ja so das Salz in der Suppe ausmachen. Man kann zu viel davon haben, dann ist die Suppe versalzen, aber ohne Salz schmeckt sie auch nicht. Vielfalt, das heißt natürlich auch, dass ich all diese Meinungen, diese Leute, diese Gedanken irgendwie koordinieren muss. Wie mache ich das am besten? Da gibt es ganz, ganz viele Tipps und Tricks und Möglichkeiten und ich möchte einige hier zeigen, die im Laufe der Zeit uns aufgefallen sind. Das Ziel soll ja sein, wie können möglichst viele Leute an einem Projekt mitmachen, sich dort wohlfühlen, dort das Beste aus sich herausholen und einen wertvollen Beitrag leisten. Um auf das Beispiel von vorhin zu kommen, der lokale Schützenverein, der wird es einfach haben. Der hat die gleiche Sprache, hat den gleichen Ort, hat die gleiche Zeitzone. Das gilt auch für den lokalen Sportverein. Ein Open-Source-Projekt, das primär im virtuellen Raum operiert, da ist es viel, viel schwieriger. Und das geht schon mit der Sprache los. Ich habe es vorhin angedeutet, nicht überall ist Englisch eine Sprache, die viele Leute beherrschen. Das ist also schon eine Sprachbarriere. Man kann da viel tun. Es gibt Übersetzungstools im Internet und wenn man miteinander kommunizieren möchte, dann schafft man das in der Regel auch. Aber es ist eine Herausforderung, die man so, wenn man noch nicht in einem internationalen Projekt aktiv war, vielleicht gar nicht kennt. Zeitzonen. Zeitzonen sind furchtbar tückisch. Es gibt Länder, wenn ich versuche, die zu kombinieren in einem Meeting, dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit, weil einfach zu viele unterschiedliche Zeitzonen dazukommen. Also auch das sollte man am Schirm haben. Als Bonus gibt es dann noch, dass natürlich Sommer- und Winterzeit umgestellt wird, das aber nicht in jedem Land gleich. Europa zum Beispiel stellt zu anderen Daten um, als das die USA tun. Und dann habe ich nochmal ein Versatz im Jahr, das muss man auf dem Schirm haben. Es gibt Tools, mit denen kann ich das lösen, aber ich muss wissen, dass es hier ein Problem geben kann. Jahreszeiten. Wir treffen uns im Sommer. Wenn bei uns Sommer ist, ist in Brasilien Winter und umgekehrt. Auch das sind so Dinge, die macht man sich dann erst bewusst, wenn man wirklich damit operiert, sagt, wir machen eine Sommerveranstaltung. Und da muss man dann denken, das ist alles beherrschbar. Man hat da so einen Werkzeugkasten und so ein gewisses Wissen, wie man damit umgeht, aber das sind Dinge, die können es ein bisschen tückisch machen. Feiertage ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, zumindest mal in Deutschland, weil ja jedes Bundesland irgendwie andere Feiertage hat und auch dann zu koordinieren, wann ist ein Meeting, wann wird eine Software veröffentlicht, wann hat jeder Zeit, das ist insbesondere dann, wenn es grenzüberschreitend ist, ganz, ganz schwer. Also gemeinsame Kalender anlegen, diese Feiertage eintragen, ist ein Tipp, den ich geben würde, um das Problem zu lösen. Selbst wenn ich im gleichen Land, in der gleichen Zeitzone bleibe, habe ich immer noch die Herausforderung, wie finde ich denn eine Meetingzeit, die passt? Gerade dann, wir haben es eingangs gehört, wenn ich Ehrenamtliche bei mir im Projekt habe und wenn ich bezahlte Kräfte habe. Die bezahlten Kräfte wollen natürlich Freitagnachmittag ins Wochenende gehen. Die bezahlten Kräfte möchten nicht bis abends um 10 im Büro sitzen. Umgekehrt, jemand, der ehrenamtlich engagiert ist, der kann vielleicht, wenn er arbeitet, unter der Woche erst spät oder nur am Wochenende. Und da eine Lösung zu finden, ist auch gar nicht so einfach. Es wird also in vielen Projekten keinen idealen Zeitpunkt geben. Es wird immer ein Kompromiss sein. Man sollte aber dann denken, dass das gerade in Kombination mit Zeitzone natürlich eine Herausforderung sein kann. Was kann ich tun? Es gibt ein paar Tools, die ich nutzen kann. Ich kann Umfragetools nutzen, die dann Zeitzonen abbilden. Ich kann, wenn es denn gar keinen Termin gibt, an dem jeder kann, alternierende Termine machen. Kalendereinladungen sind ganz, ganz wichtig, die bilden Zeitzonen ab. Und dann kann ich mir natürlich auch die Frage stellen, welches Tool nutze ich denn? Muss es immer ein Meeting sein, das ja synchron abläuft, bei dem alle gleichzeitig da sein müssen? Oder kann ich auch die asynchrone E-Mail benutzen, auf die die Leute antworten können, wenn sie Zeit haben? Und das Beste ist immer eine Mischung, dass man Dinge per E-Mail vorbereitet und wenn man sie dann durchsprechen möchte, auf ein Meeting wechselt. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas darzustellen.
Für die E-Mails per se, auch das ein Tipp aus der Praxis, wenn man ganz, ganz viele davon hat und Open-Source-Projekte neigen dazu, sehr viele Mails zu haben. Ihr könnt Tags im Betreff verwenden, um Mails zu kennzeichnen. Ihr könnt hinweisen auf fixe Deadlines, fixe Fristen. Ihr könnt genug Zeit den Leuten einräumen, um teilzunehmen. Da gibt es also schon Möglichkeiten, das auch abzubilden. Und wenn es denn ein Meeting sein muss, stellt sich die Frage, muss es denn jede Woche sein oder nur alle 2 Wochen? Wie gut ist es vorbereitet? Auch da gibt es ein paar Tipps und Tricks. Die kennt man ja auch aus anderen Firmen, wo das eine Herausforderung ist. Das gilt für Open-Source-Projekte ganz genauso. Kommen wir zur 9. Zutat: Vertrauen. Ganz wichtiges Thema, denn wenn ich lange zusammenarbeite, ganz egal ob in einer Firma oder in einem Projekt, ohne Vertrauen wird es nicht funktionieren. Jemand, der neu dazukommt, natürlich, der muss sich erst Vertrauen erarbeiten, aber ohne Vertrauen auf Dauer kann es gar nicht funktionieren. Ich habe es vorhin angesprochen, E-Mails oder auch Chatnachrichten sind sehr tückisch, denn den Gemütszustand ausdrücken und die Körpersprache rüberbringen, das können die eigentlich nicht wirklich gut. Insofern, alle Gestik, alle Mimik, die Gefühle, die Stimmungen, auch das, was zwischen den Zeilen ist, ist etwas ironisch gemeint, sarkastisch gemeint. Das kommt gar nicht so gut rüber in der E-Mail. Es gibt schon Hilfsmittel, aber letzten Endes, E-Mail ist halt immer ein sehr, ja, sehr neutrales Medium. Ich habe meinen Text, ich kann schon meine Smileys da hineinpacken, aber ganz so einfach ist es einfach nicht, das rüberzubringen, was in der Videokonferenz geht oder im persönlichen Meeting. Selbst eine Videokonferenz ist nicht das Gleiche. Sie ist unglaublich hilfreich. Ich sehe mein Gegenüber, aber auch das ist ja kein natürliches Setting, nicht so wie Angesicht zu Angesicht. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, das Vertrauen zu Leuten zu haben. Und es gibt diesen Begriff der Confirmation Bias, dass ich also grundsätzlich mal eine Vorstellung habe von jemandem oder von jemandes Arbeit und mir die dann quasi selber bestätige über das, was ich so höre. Dass ich also voreingenommen bin, das sollte man tun, nicht meinen. Man sollte den Leuten wirklich eine Chance geben, man sollte vom Besten ausgehen, gerade dann, wenn man sich nicht persönlich kennt oder ganz, ganz selten persönlich sieht. Da gibt es einfach das Risiko, dass man ansonsten ja, den falschen Voreindruck hat und dann auch mitnimmt. Das ist nicht gut. Damit sind wir auch schon bei der 10. Zutat für die Arbeit im Open Source Projekt. Das ist nämlich Zufriedenheit. Denn letzten Endes, ganz egal, ob wir das tun, weil wir bezahlt werden oder weil wir uns ehrenamtlich engagieren, es ist letzten Endes Zeit, es ist Lebenszeit und die kann ich mit ganz, ganz vielen Dingen verbringen. Wir stehen da in ganz, ganz großer Konkurrenz zu ganz vielen spannenden Sachen, die man tun kann. Und wenn es mich langfristig und am Ende des Tages nicht glücklich macht und zufrieden macht, dann wird das Ganze für mich nicht sinnstiftend sein. Und insofern nochmal die Zusammenfassung aus meiner Sicht, warum man sich in einem Open Source Projekt engagieren sollte, wie das Ganze funktioniert. Ja, es klingt kompliziert. Und das waren jetzt einige Dinge, die ich euch erzählt habe, auf die man achten muss, die schwierig sind, die man auf dem Schirm haben muss, aber sind wir ehrlich, das ganze Leben ist kompliziert. Und würde man einen solchen Vortrag machen, zu erklären, wie läuft eine Schule, wie funktioniert die Arbeit in der Firma, man würde viele ähnliche Dinge hören. Insofern, es klingt vielleicht komplizierter, als es ist. Es ist gut zu beherrschen, man muss ein paar Dinge wissen. Und ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen darauf vorbereiten, einen gewissen Einblick geben. Aber letzten Endes, es klingt meines Erachtens komplizierter, als es wirklich ist. Das Engagement an einem Projekt lohnt sich. Man kann unglaublich viel für sich mitnehmen, für den Lebenslauf, aber auch an persönlichem Wachstum, an persönlichen Freundschaften, Dinge, die einem wachsen lassen, Dinge, die einem persönlich etwas bringen. Und ich kann es nur empfehlen. Ich bin nicht ohne Grund seit ganz, ganz vielen Jahren dabei. Es lohnt sich. Es ist spannend. Man wächst. Man kann sich beruflich weiterentwickeln. Und man bekommt einen neuen Blickwinkel auf viele Dinge. Man hinterfragt sich, man bekommt eine neue Perspektive, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich kann für mich mit Fug und Recht behaupten, dass die Arbeit in einem Open Source Projekt mich in meinem Leben bereichert hat, dass ich es nicht missen möchte, dass ich insbesondere die Freundschaften nicht missen möchte, die ich da geschlossen habe und es deswegen jedem ans Herz legen kann, sich in irgendeiner Form zu engagieren.
Ich habe den Hut für die Open Source Projekte auf. Ich finde das eine tolle Möglichkeit, sich einzubringen. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die man tun kann. Kann es also nur jedem ans Herz legen. Und am Ende des Tages, es muss zufrieden machen. Und das ist für mich die 10. Zutat für ein erfolgreiches Open Source Projekt. Und damit sind wir auch schon am Ende des Vortrags. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben, wie die Arbeit in einem Open Source Projekt funktioniert, auf was man achten muss, was wichtig ist, was vielleicht besonders ist. Und wie eingangs gesagt, es ist keine Blaupause. Es sind ein paar Momentaufnahmen, ein paar Eindrücke, die ich gesammelt habe, Dinge, die ich für wichtig erachtet habe. Natürlich gibt es viele weitere Details. Nicht jedes Projekt ist wie das andere, aber so als Richtung, als Anregung und als Inspiration hoffe ich, dass ich euch einen Einblick geben konnte. Ich würde mich sehr freuen über eure Rückmeldung, über euer Feedback, über eure Gedanken. Ich habe ja noch zwei Links reingepackt, die das Thema Open Source und Kochen und auch Open Source Projekte, 10 Zutaten, nochmal ausführlicher beleuchten in meinem Blog. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir da Rückmeldung dazu gebt. Meine Kontaktdaten sind hier eingeblendet. Und ja, ich bedanke mich sehr für die Gelegenheit, dass ich heute bei euch sein durfte. Hab mich sehr gefreut, diesen Vortrag für euch halten zu dürfen und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.